Und herzlich willkommen zurück zu Wild Flowers. Ja, in der letzten Folge haben sich die Ereignisse überschlagen, weniger im Spiel, sondern eher in meinem Kopf und in meinem Herzen. Und ich habe mich so darüber gefreut, dass ich endlich dieses Spiel spielen darf. Und ja, habe mich auch ein bisschen darüber geärgert, dass ich das nicht doch viel früher schon begonnen habe. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wie wir jetzt weitermachen können. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu unserer Oma zurück. Vielleicht können wir ja mit ihr auch irgendwie sprechen. Ich denke mal, irgendwann müssen wir uns auch mal hinlegen. Ach nee, Moment, die Oma, die war jetzt von hier aus links rum, ne? Genau, die machen schon wieder alle zu. Um 10 vor 4 nachmittags arbeitet hier schon keiner mehr. Das ist so ein schöner Laden. Offenbar verdienen die da tatsächlich genug. Jetzt gucke ich mal kurz. Können wir hier irgendetwas machen? Wir können das so noch nicht abreißen. Ne? Brauchen wir wahrscheinlich eine Quest für, denke ich mal. Huch, oder auch nicht. You know, I don't think I've been in here since your grandpa died. Sorry, I was just looking around like you said. I didn't mean to pry. No, no, it's fine. I just wasn't as good with my hands as he was. I gave most of his tools to Thomas, since I knew he'd put them to good use. You know, if we want to get this place up and running, though, we'll need to put in the work here, too. We always made a whole lot more money from his crafts than just the farm produce alone. If you ever want to try your hand at it, I kept the blueprints to all his tools right here. Thanks, Grandma. Not sure if I'm a handy Tara, but I'll try for us. Ach, natürlich bist du das. Immerhin spiele ich dich jetzt. So, wir haben, oder wir würden gerne eine Papierpresse machen. Kerzen, Tauchstation. Ach so, um die zu verkaufen vermutlich. Entsafter ist bestimmt nicht schlecht. Und ein Gärfass. Natürlich wollen wir auch Alkohol produzieren. Und dafür brauchen wir schon wieder ganz viele Sachen, die wir nicht haben. Ja, ich habe immer noch kein Holz, Leute. Merkt ihr eigentlich was? Wo kriege ich denn meine Axt her? Ich habe keine Ahnung. Aber wir wissen zumindest schon mal, dass wir hier dann auch was erweitern können. Können wir nicht mit Oma sprechen, damit sie uns irgendwie einen Tipp gibt oder so? Ach so, genau. Wir müssen hier noch was reinmachen. Wir haben doch noch extra die Samen geholt. Macht die jetzt alle rein? Ja, ich glaube ja, ne? Jetzt können wir die bewässern, die Frage. Ach, da oben geht ein bisschen, doch, da geht ein bisschen Wasser runter. Ein bisschen viel Wasser eigentlich. Machen wir die mal vorsichtshalber wieder voll. So. Hier waren wir, genau, das war das mit den Beeten. Okay, das ist in Ordnung. Oma, ich habe mal eine Frage. I better not just yet. Wie noch nicht? Warum? Ja, mit der Kartoffel sagt sie ja nur Eile mit Weile. Kann ich echt nicht mit ihr reden? Potatoes will take a while. Keep watering them. Ja, das wissen wir, das wissen wir. Okay. Also mehr als über die Kartoffeln möchte sie nicht loswerden, möchte sie nicht sprechen. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt sehr gemein. Dann habe ich jetzt keine Ahnung, wo wir jetzt und wie wir jetzt Werkzeug herbekommen. Wir können aber, falls wir da hinkommen, erstmal oben gucken, ob wir da nicht... Ist das jetzt hier oder ist das... Das ist hier. Weil da waren wir ja schon mal. Konnten wir da noch weiter hochgehen? Ich glaube, dann sind wir nämlich direkt runtergegangen. Ne? Ach, natürlich ist die Brücke kaputt. Was auch sonst. Können wir nicht einfach drüber springen? Gefahr, diese Brücke wurde für untauglich erklärt. Der Weg zum Berg ist nicht passierbar. Parker. Ja, das ist doof. Können wir hier noch irgendwas machen oder lesen oder so? It's a collapsed mineshaft. Looks like I can't get into it until it's fixed. Ja, wieso machst du das nicht einfach? Kann ich denn wenigstens irgendwo Holz kaufen oder so? Ich meine, gut, wir verdienen jetzt nicht allzu viel. Da sagt sie wahrscheinlich, dass ich ohne Angel nicht angeln kann. Oh nee, da kommt gar nichts. Okay. Es ist auch schon sehr, sehr dunkel geworden. Wir haben schon 7 Uhr. Kann ich hier noch irgendwas machen? Weil ich kann ja auch dieses Holz zum Beispiel nicht einsammeln. Das verstehe ich nicht. Oh. Aber die Steine kann ich einsammeln. Hä? Steine sind okay, Holz nicht. Kann ich Stöckchen einsammeln? Stöckchen kann ich anscheinend auch einsammeln.
Ach, Stückchen gelten als Holzplanken. Ihr wollt mich verarschen, oder? Also sorry, aber die großen Stücke kann ich nicht einsammeln, aber die kleinen Stöckchen, die gelten direkt als ganze Holzplanke. Na gut, dann ist das halt so. Kann ich hier irgendwie hoch oder so? Nee, ne? Das ist wahrscheinlich erst... Oh, jetzt komme ich da auch nicht rum. Erst wenn das Ganze repariert ist. Oh, nee. Ah, I see you found the barn. This is it? Scheune. I went looking for it, but I wasn't sure. Remember the time I milked Bessie and she kicked over the milk bucket? I hid in the barn because I thought you would be mad. No use crying over spilled milk. Or a barn that got blown down in a storm, I suppose. I had to give up keeping cattle. So does that mean this is... Yeah, the chicken coop. Well, after Merlin passed, I didn't have a dog to guard the chickens, and they kept getting picked off. I chopped up the coop for firewood. Oh, that's a shame. Do you think we could restore them? I'm sure we could, but after that old ranch closed up, the nearest place to get more animals is miles away. If Mayor Otto would bestir himself to do something about that, then... Fixing up these buildings would be light work for Parker. Das sollte doch jetzt eigentlich auch kein Problem sein, oder? Ich meine, wenn er genug Geld hat und alles, dann kann ich den Eimer nicht nehmen. Na gut, den brauche ich jetzt wahrscheinlich noch nicht, ne? Puh. Aber gut, dann war meine Vermutung richtig oder ich habe es irgendwie am Anfang überhört. Kann natürlich auch sein, weil ich so happy war, dass ich hier anfangen konnte mit dem Let's Play. Dass da ein Sturm gewesen ist und dass der hier alles kaputt gemacht hat. Finde ich jetzt hier so überall immer was dazwischen? Sehe ich das jetzt richtig? Das, ne, die sind zu groß, ne? Wenn ich dann irgendwann mal eine Spitzhacke vielleicht bekomme, dann sollte das kein Problem sein. Da komme ich dann da runter. Kleine Bäumchen sind hier auch. Nein, hier geblieben. Ist das eine Alraune? Nee, Unkraut. Okay. Ich konnte es jetzt nicht so richtig sehen. Ah, oben ist so ein Stöckchen. Und hier haben wir nochmal... Das ist sehr schön. Ich hoffe tatsächlich, dass wir nicht irgendwie langsamer werden oder so, wenn wir so viele Steine mit uns rumschleppen. Aber ich denke... Das ist nämlich immer ran an den Schuppen. 4 von 50 Holz. Moment, was? Ach, das zeigte... Ah. Also wir brauchen auf jeden Fall das Holz erstmal dafür, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wofür wir das jetzt noch brauchen insgesamt. Aber ich würde sagen, dass wir gucken, dass wir als erstes hier so ein paar Sachen renovieren. Eigentlich müsste ich doch in den Wald gehen, damit ich dann jetzt irgendwas einsammeln kann. Was ist hiermit? Das ist nichts... Ist der Opa wahrscheinlich auch nicht mehr da, nehme ich mal an. Da, ach so, ich weiß gar nicht, können wir da trotzdem weitergehen? Oder ist das, nee, da sind die Bäume direkt im Weg, das dachte ich mir schon fast. Weil das Problem ist ja auch, wir können jetzt auch nicht schlafen gehen, ne? Oder können wir hier irgendwie Spiel fortsetzen? Nee. Ich würde gerne... Ach so, oder hätte ich jetzt aufs Bett klicken können. Das wäre vielleicht auch noch eine Option gewesen. Ich gehe jetzt noch mal eben schnell zu den alten Mann rüber. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich nenne ihn einfach mal alter Mann. So, so liebevoll alter Mann. Ich könnte ja jetzt auch sagen alter Sack, ne? Aber genau, das ist der Weg hierhin. Oh, hallo, Katze. Mietz, 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 mietz. Hallo. Oh, what a good purr. Sag das doch erst, nachdem du sie gestreichelt hast. Ah. Hm, ja, aber jetzt ist es nicht wieder hochgegangen. War da oben? Ne, da war kein Stein. Die hat doch bestimmt was Magisches. Ich meine, immerhin ist das eine schwarze Katze. Wenn auch eine sehr gefüllte schwarze Katze. Oder war gerade irgendwas am...
Ja, natürlich ist er schlafen gegangen. Ich klau dir jetzt deine Wäsche, alter Mann, weil du nicht mehr da bist. So. Ich will doch nur ein paar Sachen verkaufen. Mehr wollte ich doch gar nicht. Hier ist schon wieder ein Pilz. Das sind die guten Pilze. So wie ich das verstanden habe. Die Katze guckt immer noch da hinten hin. Hallo. There's whispering? What is that? Something spooky and weird is going. Ja, das haben wir schon gehört. Das haben wir schon gehört. Ich habe gedacht, da kommt mal was Neues. Weil ich habe nämlich gerade auch so ein Sch irgendwie gehört, aber. Aber hier kann man anscheinend überhaupt. Na gut, die Bäume sind auch relativ klein. Hier kann man gar nichts. Das Einzige, was ich jetzt noch ausprobieren könnte, ist tatsächlich, ob ich mich vielleicht doch ins Bett legen kann. Ich weiß auch nicht, ob die ab einer gewissen Uhrzeit selber schlafen geht oder sagt, dass sie müde ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Wir können hier oben... Nee, da können wir nur damit Pause machen. Können wir die Uhr... Nee, auch nicht vordrehen. Schade. Die ist aber gerade irgendwie eine Viertelstunde vorgesprungen. Kann das sein? 29. Muss ich mal drauf achten, ob jetzt gleich 25 da steht. So, Oma will immer noch nicht mit uns reden. Wo schlafe ich hier eigentlich, Oma? Achso, doch, wir haben zwei Betten. It's just a broom. Na, das glaube ich jetzt nicht, dass das nur ein Besen ist. Ah, should I go to bed? Ja. Ich hab's gewusst. Ich hätte doch da warten sollen. Was macht der? Ich will auch so einen Zauberstab. Hat's nicht geklappt? Oder gehört er zu dem Bösen irgendwie? Dienstag. Wir begrüßen einen neuen Tag. Oma ist auch schon wach. Was ist mit unseren Kartoffeln? Die wachsen langsam. Aber dass sie nach einem Tag schon grün kriegen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Was ist mit der Suppe, Oma? Lena brought us some extra milk while you were out. So, I made us a delicious mushroom soup, sure to warm our bellies. And you're sure it had the right number of, gills or whatever? We're not going to start seeing things or frothing at the mouth. Oh no, if I gave you something that made you see things, it'd be on purpose. Oh, Grandma! I'm just kidding, honeybee. Now, I have another chore for you that... would be a great help if you don't mind. Of course, Grandma. What is it? Some wood for the fire would be nice. Nights are still cold in the spring around here. Could you go and find a couple of the big old logs lying around the farm, chop them up for me, and bring me the wood? Sure thing, Grandma. You'll need this to get started. Also, Oma sagt, you need this, also du brauchst dieses, to get started, um damit anzufangen. Und übersetzt wird es komplett anders. Dann mal los, glaube ich, stand da gerade. Ja, läuft. Pilze unter uns. Aufgabe abgeschlossen. Als Belohnung erhältst du Pilzsuppe. Achso, wähle einen Gegenstand aus. Soll ich? Eine Pilzsuppe nach Omas Rezept. Eine tolle Möglichkeit, deine Energie zu steigern. Kann auch an Sophia verkauft werden. Immer noch Hurra. Super. Oma hat dich gebeten, auf der Farm einige Baumstämme zu hacken. Ja, aber die wollte ich doch zum Reparieren, Oma. Ich kann die dir doch jetzt nicht geben. Was haben wir hier? If you wander around the farm, you'll find logs lying on the... Hatten wir schon, Oma. Danke. I just love the peace here. I guess that's why I've never moved anywhere else. Do you... think that's strange? No, Grandma. I think it's peaceful here too. Well, maybe we're both strange. Oder die einzig Normalen in einer Welt von Verrückten.
Abgesehen davon liebe ich das auch. Die Kartoffeln fragen wir jetzt nicht nach, sonst sagt Oma wieder, ich rede da nicht rüber, die Kartoffeln brauchen noch. Don't forget to water those potatoes every day. Danke, Oma, für den Hinweis. Das hätte ich jetzt tatsächlich, ehrlich gesagt, vergessen. Ich hätte so sagen können, Oma, halt mich doch nicht für bescheuert, das weiß ich doch. So, das machen wir auch direkt wieder voll. Damit ich das nicht vergessen kann. Was ich richtig geil finde, dass sie dann mit der Gießkanne rumläuft, so lange wie sie sie braucht. Und dann ja, ist die Gießkanne halt weg. Jetzt kann ich Bäume hacken. Hack ihn, hack ihn. Der ist noch sehr klein, der gibt nicht viel. Aber zumindest kann ich den hacken. Sehr geil. Ja, ja. Gutes Holz, ja. Ich habe jetzt eine Axt bekommen. Ich werde jetzt hier so richtig reinhauen. Ich bin jetzt, ich habe meinen Namen vergessen. Terra, glaube ich, ne? Ich bin jetzt Terra Supergirl. Dann nehmen wir die hier auch mal alle mit. Aber nicht den Baum hacken, ne? Okay. Okay, dreimal. Für so ein Ding. Gib Oma das Holz. Nein, Oma soll das Holz nicht bekommen. Ich brauche das Holz doch selber. Ich hoffe, Oma gibt mir dann auch eine Spitzhacke. Das wäre natürlich klasse. Dann weiß ich zumindest schon mal, wie ich hier was weiterkomme. Okay, aber wir müssen Oma erstmal ein bisschen Holz geben. Dann machen wir das doch. Aber wir brauchen noch mehr. Oma, ich habe Holz gehakt. Oma. Ich wusste es. Ich habe eben, als sie das so ganz am Rande erwähnt hatte, von wegen, nee, nee, ich würde dich nur mit voller Absicht unter Drogen setzen, so nach dem Motto, da habe ich mir schon gedacht, ich habe so viele Horrorfilme gesehen, auch mit alten Menschen, die total freundlich daherkamen, die einen plötzlich umbringen wollten, dass ich nicht sicher bin, ob Oma Hazel das nicht auch mit mir vorhat. Und jetzt guckt euch dieses komische Grinsen an. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht doch irgendwelche ich kann das Wort gerade nicht aussprechen. Ihr wisst, was ich meine. Damit ich hier irgendwelche Hallos bekomme oder so von den Pilzen. Oh, that wood looks nice and dry and ready to burn. Great. Thank you for doing that for me. It was no trouble. Phew. It was hard work, though. Oh, look at you. You're plum tuckered out. What do they teach young girls in the city these days anyway? If you work too hard and don't keep an eye on your energy, you're likely to pass out. But there's an easy solution. Good old-fashioned country cooking. Here's another serving of the soup I made earlier. It'll fix you right up. Dankeschön. Gut Holz. Verausgabe dich nicht. Iss etwas aus deiner Tasche, um wieder zu Kräften zu kommen. Ach, dann ist das wahrscheinlich meine Kraft. Okay, dann... Ich habe auch eine Banane, ne? Wenn ich das richtig sehe. Wo habe ich denn die Banane? Ach doch, ich glaube, ich kann mich daran erinnern. Die bringen uns aber auch nicht... Oder? Moment, haben wir jetzt die Hälfte wieder aufgefüllt? Ne, das wäre die nächste Stufe, ne? Dann essen wir nochmal was davon. Und essen noch mal was davon. Und schon sind wir pleite. Wir haben schon keine Cremesuppe mehr. Oma, die Suppe war so lecker. Koste mir noch mal was. Ja, Oma? See, a bit of food is all you need when your energy is low and then you're right as rain. For a while. You still need plenty of sleep. Even my cooking is no match for a good night's rest. But Grandma, you're the one who should be resting. I don't want you troubling yourself to cook for me. Ah, is that your way of trying to get my recipe book? Did Sophia put you up to it? She's always trying to get a peek at my recipes, but you can tell her they stay in the family. I hide my recipe book in the stove. She never thinks to look in there. Go on. Try one. Okay. Well, which one is your favorite? I am quite partial to mushroom risotto. Okay. Morgenstund hat Reis im Mund. Kaufe Reis und sammle Pilze, um Omas Lieblingsgericht kochen zu können. Okay. Dann, Oma, lass mich doch mal hier raus. So, muss ich erst das Rezeptbuch
benutzen oder macht er das better dann? Not just okay. yet. Okay, das hieß dann nur so viel wie, du darfst jetzt kochen, aber du musst dir erstmal die Zutaten holen. Okay, die Pilze, die haben wir hier links oben gefunden. Meine ich mich zu erinnern. Oder habe ich die jetzt im Wald gefunden? Ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht mehr so sicher. Aber hier oben sind auf jeden Fall keine. Also müsste ich theoretisch zum Wald rüber. Ich wollte eigentlich noch etwas Holz hacken. Oder ist noch was? So. Ich brauche nämlich jede Menge Holz, wenn ich hier die Sachen aufbauen möchte. Ich brauche allerdings auch jede Menge Geld, muss ich dazu sagen. Moment, ran an den Schuppen. 14 von 50. Okay, das ist gut, dass das dann immer angezeigt wird. So kann man dann immer schnell nachgucken. Okay, habe ich jetzt genug oder nicht? 17 von 50. Ich hoffe, dass da ein neues spawnt, wenn ich das so stehen lasse. Nee, den kleinen will ich jetzt noch nicht. Ah, da ist ein Pilz, da ist ein Pilz. Ah. So, den noch. Den nehmen wir mit. Pilze haben wir genug. Was waren das andere? Ach so, das mit dem Reis. Genau, da muss ich noch eben in die Stadt. Gehen wir da auch noch mal eben schnell hin. Schade, dass man nicht... Nee, kann man nicht. Dass man nicht sprinten kann. So. Bei ihr weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke mal, bei ihr kann man nur besseres Werkzeug nachher kaufen. Ich denke mal, dass wir das Grundwerkzeug, hoffe ich zumindest, dass wir das bei Oma bekommen. Ich wollte gar nicht zu ihm. Wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin? Ich wollte Reis kaufen. Wo kann ich jetzt Reis kaufen? War das nicht irgendwo hier unten? Boah, ich habe gar keinen Plan mehr, wo die ganzen Geschäfte waren. Ja, lass mich raten. Das ist das einzige Geschäft, was jetzt zu hat. Bei meinem Glück. Aber das sieht gut aus. Ach so. Sag das doch. Hi. Ich möchte Reis kaufen. Ich will eigentlich kein Geld dafür ausgeben, aber ich muss kaufen. So. Reicht das? Ja, ne? Einmal Reis? Einmal Reis, ja. Okay, perfekt. Ach so, ja, der Laden verbessert sich natürlich auch, wenn ich da was kaufe. Was ist das hier eigentlich? Da war da doch irgendwie... Anfragen. Ach, da kann man dann Sachen abliefern. Oh, hätte ich das vorher gewusst. Fliegenpilze hatten wir ja genug. Die Frage ist, reicht es, wenn ich das einzeln abgebe? Oder muss ich wirklich alles haben, was da draufsteht? Weil Sushi oder was das war, habe ich natürlich nicht. Oder Fisch. Angeln kann ich noch nicht. Ich würde sagen, dass wir das erstmal ignorieren. So, Oma, ich habe alles. Oma, ich habe Hunger. Oma, wo bist du? Ach nee, ich muss das ja selber machen. Moment, ich muss ja für Oma was machen. I better not just yet. Wie noch nicht? Ich habe doch alles. Ich denke, ich soll für Oma kochen. I think I have everything we need. Now I've written down the recipe here. Head on over to the stove. Give it a try. Echt jetzt? Und deswegen soll ich mit ihr sprechen. Dies kann jetzt in deiner Küche zubereitet werden. Habe ich mich gerade schon. Okay, mach Oma mal ein schönes, leckeres Sushi. Ach, dann haben wir doch noch andere Rezepte hier. So, das sollen wir herstellen. Wieso steht da jetzt, dass ich nur einen Pilz brauchte? Ich denke, ich brauche zwei. Da war doch eben noch zwei von zwei, oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Oma, ich habe dein Essen. Here you go, Grandma. Here's your mushroom risotto. Oh, thank you, honeybee. It smells wonderful. But you made enough for yourself, I hope. Nee, ich habe nämlich nicht genug Reis da, Oma. Ich wollte nur was für dich machen. Ich habe gar keine Energie mehr. Wieso verliere ich jetzt Energie? Auch beim Kochen oder was? Oder ist das durch das Holzhacken gewesen? Hm, hier ist auf jeden Fall nichts Neues. Ja, dann würde ich fast sagen, hier muss ich jetzt noch so ein bisschen
Grinden fürs Holz. Keine Ahnung, wie ich das jetzt am besten mache mit dem Geld. Vom Samen zur Frucht. Warte, bis die Kartoffeln bis die Kartoffeln zu Reis werden. Genau. Boah, die braucht aber offensichtlich sehr viel. Ah, Bruno braucht nicht so viel. Bis er einen mag anscheinend. Die Kinder wohl auch nicht so viel. Ja, Oma hat natürlich volle Herzen, das ist ja klar. Violet war auch schon total scharf auf mich. Also im freundschaftlichen Sinne. Shelby, genau, so hieß der alte Mann. Ja, dann würde ich eigentlich sagen, dass wir hier, damit die Folge nicht wieder so überhand nimmt, erstmal einen kleinen Cut machen und dass ich dann vielleicht offline noch ein bisschen grinde, die Nacht nochmal schlafe und ja, also sprich, dass ich noch ein paar Sachen sammle, dass ich noch ein bisschen Holz sammle. Ich meine, viel Energie habe ich ja jetzt nicht mehr. Und dass wir dann in der nächsten Folge schauen, wie es weitergeht mit der Story. Bis zur nächsten Folge. Ciao!